So, meine Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. Jo, wir müssen in der heutigen Folge nach Robest reingehen. Oder werden zumindest nach Robest geschickt. Und sollen dort eine. Sollen dort Unsichtbarkeitstrank. Achso. Auf unserem Körper verteilen und dann anschließend müssen wir die Erinnerungsrune in Robest finden. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz erstmal hier nach dem Erinnerungstrank, wo wir den hier, den Unsichtbarkeitstrank, wo wir den haben. Ah, jetzt habe ich auch schon, okay, wir können dann gleich auch nochmal den Vorratskarren-Quest machen. Jetzt habe ich das endlich herausbekommen, wie man die machen sollte. Oh mein Gott, ist das bescheuert gemacht. Das bricht so ziemlich jegliche Konvention oder jegliches Vorgehen, wie man das sonst immer so gemacht hätte oder wie es sonst immer so gemacht wurde, deshalb war ich gerade so verwirrt. So, eben hier kurz aufräumen unter denen, die uns angreifen. So. So, angeblich sollen wir jetzt hier den. Wenn wir uns Robes nähern, ja. La, la. Achso, upsala, wir sind schon unsichtbar. Hoppala. So, was sollen wir mit dir machen? Nichts. Ich habe natürlich jetzt die ganzen Unsichtbarkeitstränke quasi weggeschmissen und total verschwendet. Aber naja. So, angeblich sollen wir hier irgendwie die. Ah, so. Mutmaßlicher Fundort. Ich habe noch mehr von diesen Orten, okay. Ich weiß nicht, ob es was mit der archäologischen Werkzeugtasche zu tun hat. Zwar wahrscheinlich nicht, aber ich benutze sie trotzdem mal, weil irgendwie konnte ich die vorher ja nicht so benutzen oder so. Seltsam. Nö, ich kann das hier jetzt nicht anklicken. Archäologische Werkzeugtasche und ich kann es anklicken. Okay, dann hat es doch damit was zu tun. Lalalala. Das Schöne ist, wir können uns ja das trotzdem noch unsichtbar machen. Wir brauchen den Unsichtbarkeitstrank gar nicht. Nee, sowas brauchen wir nicht. So ein Schwund sind. So, einmal hier die Werkzeugtasche wieder und dann einmal was graben. Natürlich haben wir hier auch nichts gefunden. Es ist wie immer der letzte, wo man hinkommt. Achso, wir finden auch schon wieder Pampelmusen. Ja, das Saftfest ist nämlich seit heute angelaufen. Ja, das ist eigentlich ganz. Ja, ist so ein Nebenbei-Event im Prinzip, weil mit dem Saftfest macht man nicht so viel. Ja, es ist wirklich ein absolutes Nebenbei-Event, was man halt so nebenbei halt mal mitnimmt. Ja, ich hau ihm die Robes-Spinne mit weg. So. Die hat hier nämlich ein bisschen genervt. Komm jetzt hier aber. Okay, dann will ich diese Leiche hier jetzt spammen, bis wir die. Bis wir was gefunden haben oder so, keine Ahnung. Hey, jetzt bin ich verwirrt. Oh, dort vorne ist der Drache Robest. Ach, dort hinten ist natürlich auch noch eine Leiche. Ja. Was hat es mit diesen ganzen Spinnenfaden zu tun auf sich? So, jetzt hier ganz schnell dead. Du siehst uns nicht, du siehst uns einfach nicht. Nein, natürlich ist es die allerletzte Leiche in der hintersten Ecke, die uns zum Ziel führt. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet.
Natürlich ist es die hier. So, ich reite hier mal ganz fix raus. Der Drache scheint eine nicht so große Aggro-Range zu haben, sonst hätte er uns schon längst umgehauen. Naja, es ist ja die Daily-Dose, das heißt, eigentlich müsste ich hier von irgendetwas erzählen. Dabei gibt es momentan tatsächlich nicht so viel zu erzählen, weil, ja, ich momentan wirklich bald 24 zu 7 am Lernen bin. Also, das hier ist jetzt wirklich gerade eine Ausnahme, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade mal nicht am Lernen bin, nehme ich gerade mal hier diese Daily-Dose auf. Das liegt nämlich darin, dass ich jetzt am Freitag eine dreistündige Klausur schreibe und dann am Dienstag drauf nochmal 1,5 Stunden. Und beide Klausuren sind recht wichtig. Da hatte ich auch schon überlegt, ob ich da eine der beiden Klausuren verschiebe oder so, aber die habe ich ja dann letzten Endes nicht verschoben. So, nehmen wir sein Schwert. Und bringst ihm zurück. Natürlich. Der Drache hat eine ganz geringe Aggro-Range, aber jeder andere Scheiß hat hier so eine riesen Aggro-Range, das gibt es schon wieder gar nicht. Naja. So. Ja, was vielleicht ein bisschen erwähnenswert ist, ist, dass ich ja seit gestern mal wieder im Fitnessstudio war. Heute natürlich wieder einen Muskelkater habe, aber es war ja eindeutig notwendig, dass ich immer nach so langer Zeit mal wieder ins Fitnessstudio gehe. Eieiei, ich war jetzt bei 2 Monaten nicht mehr. Und das aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Mitunter dem Urlaub und ja, einige andere Dinge. So, unsterblicher Wille. Okay. Ja, die Bewohner natürlich locken die ganzen Abenteurer an, damit der Drache was zu fressen kriegt. Das war doch schon abzusehen. Naja, ich werde sehen, vielleicht habe ich ja morgen ein neues Thema oder ein etwas umfangreicheres Thema für euch zu labern. Ich muss ja auch erstmal gerade wieder reinkommen, weil ich ja auch gestern irgendwie das total verschwitzt habe, aufzunehmen und so. Vor lauter Arbeiten und Lernen. So, Höhlenforscher, ja genau, Höhlenforscher, Transport zur Höhle. Ach so, der Typ ist einfach hier um die Ecke. Das machen wir auch noch fix. Dann machen wir halt die sichere Ankunft morgen oder so. Affizianern. Bringt das Papier mich in die Höhle. Ich werde beginnen. Spannt euren Körper und Geist. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, einfach. Ah, okay, hier hätte man auch hinreiten können. Okay. Du hast noch eine neue Quest für uns. Ein wunderschönes Skelett. Müssen seltsame Gebeine sammeln. Hier in der Höhle drin oder wo? Ich gebe dir erstmal kurz die Quest ab, Höhlenforscher. Geheime Menschenversuchseinrichtung. Spricht mit Mimi. Achso. Warum seid ihr in dieser Höhle? Wie in die Forschung? Was ist der Grund dafür? Bla 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 bla. Ein neuer Dolch. Oder so. Also vielleicht ein neuer Dolch für uns. Ja. Aber ja, für die Haupthand eigentlich. Zwar hat er weniger Stärke, aber dafür haben wir mehr Schaden pro Sekunde. Was denn ganz ein bisschen wichtiger ist. Findet Gilchrist Molina und sammelt seltsame Gebeine und den Vorratskarren immer noch. Hier haben wir nur die Purpurpukari. Warum soll man die Gebeine finden? Achso, da müssen wir nochmal nach Opes wieder. Okay. Ja, gut, dann machen wir das aber alles in der morgigen Ausgabe unseres täglichen Formats. Also, das tägliche Format wird wahrscheinlich auch im Oktober wieder eine längere Pause einnehmen. Das kann ich jetzt schon mal verkünden. Oder, ja, also sehr wahrscheinlich. Hundertprozentig sicher bin ich da noch nicht, aber es ist ziemlich wahrscheinlich. Aber gut, bis Oktober ist ja noch ein bisschen Zeit. Also, bis
Nach dem 6. Oktober, da wird es wahrscheinlich dann eine Zeitpause geben. Gut, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.